Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung und möchte eben heute diesen Vortrag über Open Science zwischen Theorie und Bewegung halten. Der Titel ist an mich herangetragen worden, aber ich kann mich mit dem Titel sehr gut identifizieren. Die zentralen Fragen, die ich hier beantworten möchte, ist so ein bisschen nicht ins Detail zu gehen, zu sehr, was einzelne Aspekte von Open Science beinhalten, sondern vielmehr ein genaueres Verständnis dafür zu kriegen, was Open Science ist, woher es kommt, was die Ursachen dafür waren, dass in verschiedenen Teilen an verschiedenen Orten neue Reforminitiativen für eine offene Wissenschaft entstanden sind. Und dann in einem zweiten Schritt ein bisschen genauer zu überlegen, was denn Open Science jetzt auch speziell aus einer wissenschaftsforscherischen Perspektive eigentlich ist. Ist es eine Theorie? Ist es ein Forschungsfeld? Ist es eine Themenstruktur? Und auf die Art und Weise ein Stück weit eine Einordnung des Phänomens Open Science zu geben und spezifisch natürlich auch die Perspektive der Wissenschaftsforschung klarer zu machen. Ja, das ist sozusagen meine Struktur, die Struktur des Vortrags. Es bewegt sich tatsächlich zwischen Open Science als Bewegung und als Theorie, aber ich möchte in einem zweiten Punkt eben auch auf Kritik, die in jüngster Zeit an verschiedenen Aspekten von Open Science geäußert worden ist, mit aufnehmen und daraus im Grunde genommen auch Perspektiven für die künftige Beforschung des Gegenstands von Open Science entwickeln. Ich möchte heute in dem Vortrag besonders darauf hinaus, dass die Entstehung von Open Science aus verschiedenen Krisen des Wissenschaftssystems am besten verständlich gemacht werden kann. Und dass es sozusagen immer darum ging, Wissenschaft auf verschiedene Arten aus einem konkreten Problem heraus besser zu machen, beziehungsweise wissenschaftliche Praktiken besser zu machen. Und ich möchte dann darauf auch eingehen, welche Treiber dazu geführt haben, dass die verschiedenen Reforminitiativen, die Wissenschaft hervorgebracht hat, von der Wissenschaft zur Politik weitergebracht wurden und dass sozusagen Open Science heute als etwas erscheint, was wir ja mehr oder weniger als vielleicht stärker saturierten Diskurs wahrnehmen können. Und die Haupttreiber, auf die ich mich heute eben fokussieren möchte, sind eben die Wissenschaftspolitik in verschiedenen Formen. Da lege ich ein relativ breites Verständnis von Wissenschaftspolitik zugrunde, aber ich gehe auch sozusagen auf die Rolle der digitalen Plattformen ein, die eine große Rolle dafür spielt, dass sich Open Science heute so durchgesetzt hat. Ja, damit möchte ich auch schon mal beginnen und ich möchte vielleicht auch als Wissenschaftsforscher hier nochmal sagen, dass der Diskurs einer offenen Wissenschaft, wie wir ihn heute kennen, natürlich im Kontext einer längeren Auseinandersetzung über die Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft steht, die seit ungefähr 20 Jahren beobachtbar ist. Und da geht es eben im Großen vor allem um einen Vertrauens- und Legitimitätsverlust der Wissenschaft, der eben sich in einer Reihe von Aspekten zeigt, in einer Reihe von medialen Skandalen, auch Fälschungen, aber natürlich auch auf der anderen Seite sich darin zeigt, dass die Erwartungen gegenüber Wissenschaft größer geworden sind. Also Wissenschaft soll eben zu gesellschaftlichen Problemlösungen beitragen. Es soll Erkenntnisse transportieren, die in wissenschaftliche Entscheidungsprozesse einfließen und dort auch sozusagen gut verwendet werden können. Und aktuell sehen wir ja eben auch die unmittelbare Bedeutung von wissenschaftlichen Erkenntnissen im Kontext dieser Pandemie. Aber es besteht eben Legitimierungs- und Rechtfertigungsbedarf für wissenschaftlichen Wissens oder beziehungsweise für die Art und Weise, wie Wissenschaft gemacht wird. Und der wird auch von Wissenschaftspolitik artikuliert. Und der Begriff der Open Science ist nur einer der unterschiedlichen Semantiken, die dafür sozusagen Pate stehen. Es gibt noch ganz andere, die auch zeigen sozusagen, dass Wissenschaft in gewisser Weise legitimierungsbedürftig ist. Also Citizen Science, Responsible Research und Innovation. Das sind alles Dinge, die auf diese Legitimierungsbedarfe Bezug nehmen. Und die Open Science Bewegung lässt sich auch vor dem Hintergrund solcher Legitimierungsbedarfe verstehen. Ja, was ist Open Science? Wir haben ja gesagt,
Wir schauen uns das Ganze zunächst mal unter der Prämisse an, dass es sich so etwas wie um eine Bewegung handelt. Da lässt sich zunächst mal sagen, Open Science ist natürlich nicht neu. Ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben sich ja selbst zu, möglichst desinteressiert daran zu sein, also ihre persönlichen Motive zurückzustellen und vor allem sozusagen das wissenschaftliche Interesse als ein Gemeinschaftsinteresse voranzustellen. Aber es lassen sich historisch natürlich immer wieder Öffnungs- und Schließungsprozesse in der Wissenschaft belegen, wo versucht wurde, durch institutionelle Maßnahmen der Wissenschaft gegenüber anderen Publika, gegenüber neuen Institutionen auch aus der Industrie zu öffnen. Aber seit ungefähr 10 bis 15 Jahren sehen wir eben, dass dieser Begriff Open Science wissenschaftliche und wissenschaftspolitische Debatten besonders prägt. Und dabei handelt es sich, das würde ich eben hier betonen wollen, um einen Sammelbegriff für ganz unterschiedliche wissenschaftliche Initiativen mit dem Ziel, Wissenschaft offener, transparenter oder eben auch zugänglicher zu machen und damit Vertrauen und Verlässlichkeit in die Wissenschaft oder in die Wissenschaften wieder zu stärken. Und meine These ist im Grunde genommen, dass diese Initiativen sich als unterschiedliche Bewegungen verstehen lassen, die auf unterschiedliche Krisen der Wissenschaft im Binnen- und Außenverhältnis reagieren. Also im Binnenverhältnis auf das, wie die Wissenschaft sich zu sich selbst verhält, aber eben auch im Außenverhältnis, also daraufhin, was andere Publika, was andere Öffentlichkeiten, was andere Akteure von ihr erwarten. Ja, und bei der folgenden Darstellung geht es mir eben darum, die verschiedenen Krisen sozusagen immer so zu verstehen, dass sie auf ein konkretes Problem versuchen sozusagen zu antworten und in diesem Kontext auch neue Forderungen und Lösungsvorschläge formulieren. Ja, eine ganz zentrale Krise sozusagen könnte man sagen, ist die, was man als Zugangskrise bezeichnen könnte. Hierbei geht es darum, dass publiziertes Wissen, was öffentlich finanziert wird, im Grunde genommen von der Annahme her allen zugänglich sein sollte. Jeder sollte darauf zugreifen. Diese Zugänglichkeit, die zeigt sich verstärkt auch in Forderungen von Kripp und Sari, die sogar darauf verweisen, ja, wir haben es da in gewisser Weise mit einer Art Menschenrecht zu tun. Wissenschaftliches Wissen ist notwendig für Entwicklung, so die Forderung. Und dann werden natürlich neuere Beschränkungen des Zugangs zu wissenschaftlichem Wissen als Problem gesehen. Was sind die Zugangsbarrieren? Ja, wenn wir uns das mal genauer anschauen, ist eben publiziertes Wissen vor allem eben über wissenschaftliche Bibliotheken zugänglich. Und die haben in der Vergangenheit den Fachverlagen sehr hohe Lizenzgebühren dafür bezahlt, dass sie wissenschaftliche Zeitungen, Zeitschriften abonnieren, die ja im Grunde genommen so etwas wie der Kern des wissenschaftlichen Kommunikationssystems sind. Und wir können eben sehen, dass es seit den 1980er Jahren zu einem sehr starken Anstieg der Lizenzkosten über die Fachverlage gekommen ist, der die Bibliotheken mitunter sozusagen in ihrer Fähigkeit, die Zeitschriften noch zu abonnieren, auch erschöpft, die finanziellen Möglichkeiten ausreizt. Und das natürlich vor allem auch Bibliotheken in Ländern, die jetzt nicht über dieselben finanziellen Ressourcen verfügen, wie wir das hier vielleicht in Deutschland haben. Im globalen Süden sozusagen ist der Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, das in hochrangigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurde, lange Zeit eben beschränkt gewesen. Und da richtet sich nun natürlich die Forderung schon noch seit einiger Zeit, aber besonders stark in der sogenannten Budapest-Deklaration, der Budapest-Erklärung, dass der freie Zugang zu wissenschaftlichem Wissen eben ein öffentliches Gut darstellt, dass es den Recht auf Zugang geben sollte. Das wurde in einer Reihe von unterschiedlichen Initiativen auch verstärkt. Es sollte sozusagen auch entsprechend eine Lizenz geben, die die freie Verwertung von wissenschaftlichem Wissen dann eben auch erlaubt. Und als Lösung wurde sozusagen die Idee der Zirkulation publizierten Wissens im Internet präsentiert.
Das ist schon im Jahr 1994 passiert, aber wir sehen sozusagen seit dieser Zeit die Entwicklung einer Reihe technologischer Projekte, zum Beispiel das Preprint-Archiv Archive, wo auch Preprints verfügbar sind, die dann tatsächlich jedermann zugänglich sind. Natürlich sozusagen sind es immer noch wissenschaftliche Artikel, das heißt, es handelt sich natürlich immer noch um Materie, die nicht sozusagen übersetzt worden ist für ein anderes Publikum, aber sie ist eben frei zugänglich. Zudem sehen wir eben, das hatte ich schon gesagt, die Entwicklung eines neuen Lizenzmodells und die Entwicklung des Open Access Publishings, dass nämlich neue Zeitschriften entstehen, die rein sozusagen Open Access sind, die ihre Inhalte jedermann verfügbar machen über das Netz. Und dort werden in aller Regel Gebühren fällig, die die Autorinnen und die Autoren sozusagen dem Verlag bezahlen. Dieses Geschäftsmodell, das sogenannte Author Processing Charges Geschäftsmodell, kann man sagen, hat Open Access zum Durchbruch verholfen und eine Reihe von Neugründungen, die wir heute beobachten von Zeitschriften, sind in der Regel Zeitschriften, die sich diesem APC Open Access Modell verpflichtet sehen. Wir sehen seit einer Reihe von Jahren jetzt auch intensive Debatten darüber, wie man Open Access verstärkt. Darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen. Und das führt natürlich insgesamt dazu, dass man sagen kann, okay, die Zugangskrise ist etwas, was aktiv bearbeitet wird. Eine zweite Krise, auf die eine Bewegung in Open Science versucht hat, Antworten zu finden, ist die sogenannte Qualitätskrise. Hier handelt es sich um das Problem, dass die Qualität wissenschaftlicher Ergebnisse, die Qualität wissenschaftlicher Erkenntnisse seit, naja, sagen wir ungefähr 10, 15 Jahren stärker in Frage gestellt wird. Es gab eine sogenannte Replikationskrise, insbesondere in der Psychologie, aber auch in anderen Fächern, unter anderem eben in der Biomedizin oder in den Sozialwissenschaften. Das heißt, man konnte hier sozusagen Ergebnisse nicht replizieren, die Grundlage zum Teil grundständiger, wichtiger Theorien gewesen sind. Das Bild veranschaulicht das einmal kurz. Da sehen wir den einen Herrn, der da offensichtlich etwas präsentiert, ein Ergebnis, das die Grundlage seiner Theorie entsprechend bestätigt. Und die beiden KollegInnen können das nicht verifizieren. Das sind sozusagen die Replikationen. Und die sollen eben an dieses Bild soll eben im Grunde genommen nochmal problematisieren, dass Replikationen etwas sind, was in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen ist. Es gibt kaum Anreize, die durchzuführen. Eine Replikation gilt als weniger prestigeträchtig als Originalartikel. Und es gibt grundsätzlich natürlich in den verschiedenen Wissenschaften, auch den Sozialwissenschaften und der Psychologie, das Problem des mangelnden Zugriffs auf Daten. Das heißt, oft sind die Arbeiten eben gar nicht replizierbar gewesen. Das Zweite, was in der Qualitätskrise bemängelt wurde und darüber hinaus, sind die Daten eben auch nicht entsprechend kuratiert worden, also gepflegt worden, mit Metadaten sozusagen hinterlegt worden. Das sind Probleme, die zu der Wahrnehmung geführt haben, ja, die Qualität der Wissenschaft ist in einigen Punkten verbesserungswürdig und die Freilegung von Daten, Open Data und Open Code, können eben einen Beitrag zur Transparenz und zur Überprüfbarkeit wissenschaftliche Ergebnisse leisten. Eine Folge davon ist beispielsweise, dass nicht nur in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA eben Datenrepositorien für ganz unterschiedliche Fächer aufgebaut worden sind, für die Geowissenschaften, für die Biowissenschaften, für die Sozialwissenschaften. Wir haben auch sogenannte Community-betriebene Datenrepositorien wie DataSite, wo tatsächlich jetzt jeder auch seine Daten ablegen kann. Eine zweite Initiative, die auch dazu geführt hat, dass Open Data eine gewisse Verbreitung findet, ist eben die Vergabe von Preisen für Open Data. Auch hier zum Beispiel am BIH, am Berlin Institute of Health, gibt es Preise für Open Data und es gibt auch eben Versuche, Anreize zu stärken, damit in Zukunft dann stärker auch Replikationen durchgeführt werden. Zudem ist es so, dass Open Data auch stark durch Zeitschriften reguliert wird. Das bedeutet,
einige Zeitschriften auch in der Biomedizin verlangen von ihren Autorinnen, dass sie ihre Daten freilegen nach einem bestimmten Format, häufig auf Infrastrukturen der jeweiligen Zeitschriften. Und auf diese Art und Weise kommt es dort auch sozusagen zur Verbreitung von Open Data als Praxis. Eng damit verbunden, aber im Grunde genommen nicht ganz dasselbe, ist das, was man vielleicht als eine Effizienzkrise bezeichnen könnte. Da geht es eben darum, dass die Effizienz wissenschaftlicher Prozesse aufgrund mangelnder Organisation und Synthese von Forschungsergebnissen eben in Frage gestellt wird. Also es gibt hier die Forderung, dass die Arbeitsprozesse der Wissenschaft stark dann an Effizienz gewinnen können, wenn sie eben stärker arbeitsteilig und kollaborativ durchgeführt werden. Also wenn sich tatsächlich viele gleichzeitig eines bestimmten Phänomens annähern und das sozusagen auch klar abgegrenzt ist, was der jeder Einzelne tut, wenn das Ganze sozusagen einer stark infrastrukturell unterfütterten technologischen System auch sozusagen durchgeführt wird in so einem Rahmen, dann kommt es zu einer stärkeren Steigerung von Effizienz. Ein Beispiel dafür ist etwa die Plattform Open Science Framework, wo eine Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beispielsweise gemeinsam, kollaborativ und arbeitsteilig an der Replikation von Forschungsergebnissen in der Psychologie gearbeitet haben. Wir sehen aber darüber hinaus auch noch natürlich, dass die Effizienz auch darin gesteigert werden kann, dass sie sozusagen stärker durch standardisierte Berichtsformate unterstützt wird. Das sind zum Beispiel Meta-Analysen oder wie darauf aufbauend eben Systematic Reviews, die die Synthese wissenschaftlicher Erkenntnisse eben unterstützen und die dazu zum Beispiel führen, dass wissenschaftliche Arbeiten, die bereits durchgeführt werden, nicht noch einmal durchgeführt werden und auf die Art und Weise eben auch kein oder weniger Geld verschwendet wird. Es gab in der Biomedizin in der Zeitschrift The Lancet beispielsweise die Debatte über Forschungsmüll, Waste in Research, wo auch gerade darauf hingewiesen werde, dass diese Berichtsformate und die stärkere Standardisierung von Formaten in der Durchführung von Forschung dazu führen könnten, ja, dass in Zukunft sozusagen weniger Müll und mehr hochwertige Wissenschaft produziert wird. Also die Forderung, die stärkere Arbeitsteiligkeit und Kollaboration zu unterstützen und die Effizienz dadurch zu unterstützen, dass Wissenschaft zunehmend eben standardisiert durchgeführt wird durch richtlinienbasierte Formen von Conduct und Reporting. Das sehen wir aber nicht nur im Bereich der Publikationen, sondern beispielsweise auch im Bereich der Datenpublikationen. Hier kennen viele von Ihnen vielleicht schon die sogenannten FAIR Principles, dass nämlich Data nicht nur findable, das heißt findbar sein sollen, sie sollen eben auch zugänglich. Interoperable sollen sie auch sein, das heißt, sie sollen halt mit verschiedenen Programmen bearbeitbar sein und sie sollen machine readable sein, das heißt, sie sollen auch automatisierten Verfahren zugänglich sein, mit denen sie eben analysiert werden können. Das sind recht hohe Anforderungen, man sieht das schon, aber zusammengenommen sollen sie eben dazu führen, dass Wissenschaften in der Form arbeitsteiliger und effizienter werden. Ja. Hier habe ich ein schönes Bild von dem Projekt Foster Open Science. Da geht es um eine Krise, die man vielleicht Zertifizierungskrise nennen könnte, nämlich um die Krise des Peer Review. Da sehen Sie den Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin, die quasi ihre Publikation verschiedenen Augen vorführt, die sie untersuchen sollen. Das nämlich ist das Kernelement der wissenschaftlichen Qualitätssicherung, das sogenannte Peer Review, es führt eben dazu, dass sozusagen das Vertrauen in die wissenschaftliche Publikation hergestellt wird. Das sehen wir auch jetzt in öffentlichen Diskursen immer wieder. Beiträge, die das Peer Review durchlaufen haben, werden im Allgemeinen sozusagen als zertifiziert, als qualitätsgeprüft wahrgenommen und sie ermöglichen eben der Wissenschaft auch die Selbststeuerung, ihre Autonomie zu wahren.
Insofern ist das, was dann eben in den 80er Jahren oder seit den 80er Jahren eben als Krise des Begutachtungswesens diskutiert wurde, in gewisser Weise problematisch. Da handelt es sich eben darum, dass durchaus Kritik daran geübt wurde, dass Rasse und Geschlecht womöglich doch eine Rolle spielen könnten bei der Begutachtung. Es wurde in jüngster Zeit aber auch darauf verwiesen, dass wir es mit einer deutlichen Schwächung in der Qualität der Begutachtung zu tun haben. Zum Beispiel haben wir es mit Inkonsistenzen zu tun. Also beispielsweise, wenn ich einen Beitrag, der schon eigentlich publiziert wurde, nochmal einreichen, das ist passiert in einem Experiment, dann wurde er beim zweiten Mal trotzdem abgelehnt. Ein zweiter Kritikpunkt, der kam, war, dass Begutachtungen in jüngster Zeit oft deutlich langsamer geworden sind, dass sie sehr, sehr lange dauern und dass insgesamt die Qualität der Texte auch abgenommen hat, dass sie sozusagen weniger stark konkrete Hinweise für die Autorinnen und Autoren bereitstellen. Auf dieses Problem wurde eben reagiert mit ganz neuen Formen des Peer Review, die unter dem Oberbegriff Open Peer Review häufig zusammengefasst sind, aber in der Regel doch recht unterschiedlich in ihrer Art und Weise sind. Das ist zum einen eben die Form des sogenannten Open Identities. In der Regel ist es im normalen Begutachtungswesen eben so, dass die Namen der Autorinnen im Double-Blind-Verfahren den Gutachterinnen verborgen sind, dass sie blinded sind. Ebenso sind die Namen der Gutachterinnen und Gutachter den Autorinnen verborgen. Es gibt dann noch die Form des Single-Blind-Review, wo zwar die Gutachtenden die Autorinnen und Autoren sehen, aber nicht umgekehrt. Und in Open Identities ist nun die Idee, diese Identitäten von Anfang an öffentlich zu machen und dadurch eben auch zu einer stärkeren Qualitätssicherung, zu einer stärkeren Integrität beizutragen. Das heißt, hier soll es eben gerade nicht zu einer Verblindung kommen, sondern die Namen der Gutachtenden und die Namen der Autorinnen sollen beiden sozusagen im Begutachtungsprozess offenstehen und sichtbar sein. Eine zweite Sache, die in diesem Diskurs eine Rolle spielt, ist die Wertsteigerung von Peer Review durch sogenannte Open Reports. Das heißt, hier werden tatsächlich auch die Begutachtungsberichte der Gutachtenden öffentlich gemacht. Auch das soll sozusagen dazu beitragen, dass der Gehalt und die Wertschätzung für dieses Format und für diese Texte steigt, aber natürlich auch, dass die Qualität gesteigert wird, dass natürlich sozusagen diese Texte sichtbar sind und dass sie von anderen, von Dritten eben auch gelesen werden. Eine zweite Sache, die sozusagen die Steigerung von Fairness im Verfahren auch richtig stellen soll, ist die Entkopplung von Publikation und Begutachtung, die unter dem Namen Decoupling eine Rolle spielt. Und alle diese verschiedenen Dinge, Open Identities, Open Reports und Decoupling, werden eben mit dem Argument der Steigerung von Transparenz und Qualitätssicherung im wissenschaftlichen Begutachtungswesen ins Feld geführt. Ja, eine vielleicht nicht unmittelbar im Zentrum stehende Debatte oder Krise von Open Science, die aber dennoch eine eigenständige Bewegung ist, die jetzt auch zunehmend Einfluss nimmt, ist das, was man vielleicht als Vertrauenskrise bezeichnen könnte. Und hier geht es neben dem Vertrauen in die wissenschaftlichen Ergebnisse eigentlich stärker um den Vertrauensverlust in den Beitrag wissenschaftlichen Wissens zum Public Good, nämlich dass wissenschaftliches Wissen quasi für Zwecke verwendet wird, die eben nicht mehr so stark im öffentlichen Interesse stehen. Also Kommerzialisierung der Forschung sozusagen, die habe eben dazu geführt, dass das öffentliche Interesse da nicht an vorderster Stelle steht. Und diese Nutzendebatte, so eben die Forderung seit ungefähr den 2000er Jahren, müsse politisch und wertbasiert sein. Und ein zentrales Element, das Sie vielleicht auch kennen, ist die Forderung nach der Beteiligung gesellschaftlicher Akteure in die wissenschaftliche Wissensproduktion, zum Beispiel im Rahmen von Patientenbeteiligungen im Forschungsprozess. Wir sehen hier insgesamt die Forderung nach einer stärkeren
Demokratisierung des Wissens, also dass tatsächlich mehr gesellschaftliche Akteure teilhaben sollen am Erkenntnisprozess und sozusagen auch teilhaben sollen an der Formulierung von Fragen. Eine Rolle spielt dabei natürlich, dass es auch zu ganz neuen Forschungsformaten zur Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen in den Erkenntnisprozess kommen muss. Und hier kennen Sie wahrscheinlich das Konzept des Citizen Science, was hier auch wahrscheinlich in der Ringverlösung noch eine größere Rolle spielt. Und was sozusagen insgesamt natürlich zeigt, dass Open Science eben auch eine gesellschaftliche Dimension hat. Und wenn wir uns jetzt diese verschiedenen Bewegungen einmal in der Summe anschauen, dann sehen wir, dass da sozusagen ganz unterschiedliche Forderungen auftauchen, aber dass sie insgesamt doch auf das Bezug nehmen, was ich eingangs gesagt hatte, nämlich dass das Vertrauen in die Verlässlichkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse, aber eben auch überhaupt in die wissenschaftliche Wissensproduktion wiederhergestellt wird. Also eben zum Beispiel durch die Forderung nach mehr Transparenz, nicht nur der Forschungsergebnisse, sondern des gesamten Prozesses der Wissensproduktion, die Forderung nach der Überprüfbarkeit als Beitrag zur Qualitätssicherung. Das sozusagen kann auch stärker die Effizienz steigern, wie ich gezeigt hatte. Aber es zeigt sich eben auch, dass es die Forderung gibt nach Inklusivität und Kollaboration, dass nämlich tatsächlich auch die Interessen vernachlässigter Gruppen mit einbezogen werden sollen und Eingang in wissenschaftliche Strategieprozesse bekommen. Und ganz grundsätzlich, das hatte ich eingangs schon dargestellt, geht es eben auch um die Forderung nach freien Zugang zum Wissen in publizierter, aber eben auch in nicht publizierter Form, das heißt eben auch in Form von Daten oder Code. Und das gilt natürlich in besonderem Maße für Wissen, das im Rahmen öffentlich geförderter Forschung entstanden ist. Ja, wenn man sich das jetzt sozusagen in der Zusammenschau anschaut, dann kann man sehen, das sind ganz unterschiedliche Initiativen. Sie teilen sozusagen so eine Grundrichtung, ist aber sozusagen eher als loser Sammelbegriff zu verstehen. Es gibt bislang keine einheitliche Definition von Open Science. Es gibt immer wieder Definitionsversuche, aber wie man zuletzt immer lesen kann, ist es nicht einfach, da tatsächlich sich drauf zu einigen, eine akzeptierte Variante zu finden. Aber was man zeigen kann, alle diese Bewegungen eint, dass sie Praktiken in der Wissenschaft besser machen wollen oder anders machen wollen, sozusagen, dass sie quasi mit der Idee starten, auf eine andere Wissenschaft hinzuarbeiten. Und das sind im Grunde genommen normative Ideen, die da eine Rolle spielen. Das heißt, es wird auf Vorstellungen rekurriert, wie Wissenschaft sein soll. Und damit sind sie sozusagen eher stärker im Bereich des Politischen. Und in dieser Hinsicht sind diese verschiedenen Open Science Initiativen, ob es jetzt die Begutachtungsinitiativen, die Dateninitiativen sind, eher mit sozialen Bewegungen vergleichbar. Es haben sich aber, das habe ich dargestellt, in diesen verschiedenen Bereichen, ob es eben OPR ist, ob es Open Access ist, ob es die Frage der Qualitätssicherung durch digitale Strukturen und Prozesse ist, neue Praktiken des Datenteilens, des Kommunizierens oder Bewertens entwickelt, die immer wieder auf Open Science zumindest als ein übergeordnetes Rechtfertigungsmuster verweisen und insofern schon lose integriert sind. Aber darauf möchte ich im Folgenden zu sprechen kommen. Diese Praktiken werden eben auch gezielt gestärkt und ermöglicht durch politische wie kommerzielle Kräfte, Treiber der Bewegungen. Ja, da ist zum einen natürlich die Wissenschaftspolitik zu nennen. Die Wissenschaftspolitik trägt dem Phänomen von Open Science ganz umfangreich Beachtung. Seit etwa 10 Jahren kann man da sehen, dass in verschiedenen Nationalstaaten, in Großbritannien besonders, in den USA, aber auch in Deutschland eine Reihe von Reports veröffentlicht worden sind. Science as an Open Enterprise,
ist da nur ein Beispiel von im Research Councils UK in 2012 und 2013, die stärker für eine offene Wissenschaft werben. Besonders einflussreich waren insbesondere Debatten auf europäischer Ebene. Da wurde Open Science ein ganz besonders hoher Stellenwert eingeräumt. Da wurden auch eine Reihe von sogenannten High-Level Expert Groups eingesetzt, mit dem Ziel, bestimmte Aspekte von Open Science stärker zu beleuchten und mit der Idee sozusagen Open Science auch stärker in die Praxis zu bringen. Es wurde eine sogenannte Open Science Policy Platform, OSPP, eingerichtet, die diese verschiedenen Projekte auch stärker koordiniert. Und insgesamt hat man in der EU Open Science eben als Teil eines übergeordneten Reformprojekts in der Wissenschaft gesehen, mit dem Ziel, eben stärker auch Wissenschaft als Ressource für Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen. Die Folge waren, dass auch zahlreiche Forschungs- und Infrastrukturprojekte gefördert worden sind. An einem dieser Projekte habe ich auch selbst mitgearbeitet, wo es eben darum ging, die Communities, die unterschiedlichen Forschungsfelder für die Ziele von Open Science stärker einzunehmen. Aber auch Infrastrukturen wurden gefördert, wie eben der jetzt zu entwickelnde, die jetzt zu entwickelte European Open Science Cloud, EOSC, die auch von den verschiedenen Nationalstaaten mitgestaltet wird. Was man in neuerer Zeit eben dann erkennt, ist, dass Öffnung dabei vielfach als technisch verstandener Zugang zur Lösung der wahrgenommenen Krisen des Wissenschaftssystems verstanden wird. Also das heißt, wenn ich jetzt quasi diese Open Science Cloud habe, wenn ich diese Infrastrukturen habe, dann habe ich eben tatsächlich mit dieser universalen Idee, diesem universalen Zugang einer großen Cloud, die Möglichkeit, in ganz vielen Wissenschaftsbereichen auf einmal wirksam zu werden. Und was sich eben zeigt, ist, dass die verschiedenen, vielleicht noch mehr oder weniger getrennt voneinander wahrnehmbaren Bewegungen, der Open Peer Review Diskurs, der Open Access Diskurs, der Open Data Diskurs, dass die durch diese wissenschaftspolitischen Diskurse stärker zusammengebunden werden und auch stärker zusammen konzeptionell als Pillars einer umfangreicheren Open Science Bewegung wahrgenommen werden. Ja, also es findet sozusagen eine aktive Förderung von Ressourcen, Infrastrukturen und Technologien durch wissenschaftspolitische Institutionen und Intermediäre, das sind beispielsweise Förderorganisationen, statt, die auch beispielsweise Standards verbreiten für Datenmanagement oder Guidelines. Das heißt, ich als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler bin eben zum Beispiel angehalten, meine Daten im Rahmen eines Datenmanagementplans entsprechend offenzulegen, sie auf Repositorien hochzuladen und dabei sozusagen gewisse Standards einzuhalten. Ministerien haben eben angefangen, Ressourcen zur Förderung von Open Access bereitzustellen. Das ist beim BMBF jetzt tatsächlich so. Auch bei der EU können Ressourcen für Author Processing Charges nun eingeworben werden. Und die DFG stellt Mittel an Universitäten bereit oder hat das zumindest getan, um dort sozusagen Fonds zu entwickeln, mit denen dann die APCs durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezahlt werden können. Darüber hinaus ist es so, dass Forschungseinrichtungen selbst, seien es Universitäten, wie hier die Humboldt-Universität zu Berlin, aber eben auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Maßnahmen ergriffen haben, Implementierungen von Open Science-Praktiken voranzubringen, eben auch durch die Vergabe von Preisen, über die ich jetzt bereits gesprochen hatte, über die Ausschreibung von Replikationsstudien oder über lokale Vernetzungen in der Lehre, in denen spezifisch Open Science in der Lehre unterstützt wird. Und an all diesen Maßnahmen, die jetzt angesprochen wurden, kann man natürlich sehen, dass es zu einer Stabilisierung dieser Open Science Praktiken und einer stärkeren Integration des Open Science Diskurses kommt. Und die insbesondere die EU-Politik gibt sich Mühe, dies auch durch ein kontinuierliches Open Science Monitoring voranzutreiben. Das sehen wir hier. Das ist der sogenannte Open Science Monitor. Und da kann man schon sehen, hier geht es sozusagen bei dieser Art von Monitoring, geht es nicht nur um Publikationen und Patente, wie das vielleicht üblicherweise ist,
im Wissenschaftsmonitoring. Hier geht es darum, sozusagen auch ganz anderen Output von Wissenschaft abzubilden und Fortschritt sozusagen darin zu sehen, ob tatsächlich die Forschungsdaten beispielsweise entsprechend befüllt werden, ob es dazu kommt, dass mehr Open Peer Reviews gemacht werden oder dass es dazu kommt, dass mehr Policies über Open Peer Review auch verabschiedet werden. Wir sehen hier eine ganze Reihe von Dingen, die mit normalen sozusagen Daten, die die Wissenschaft oder wissenschaftliche Organisationen über sich selbst zur Verfügung stellt, in der Regel nicht abgegriffen wird. Hier können wir schon sehen, dass Open Science auf etwas auch zurückgreifen muss, was in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewinnt, nämlich die Digitalisierung. Hier werden zunehmend stärker auch Prozessdaten abgegriffen oder sollen abgegriffen werden, eben beispielsweise im Bereich der Open Scholarly Communication, die darauf verweisen, dass Wissenschaft auch im Rahmen von Open Science stärker ein digitales Unternehmen ist. Und das ist quasi der zentrale Treiber auch für die Bewegung der alternativen Belohnungsstrukturen. Die EU-Forschungspolitik und auch die deutsche Forschungspolitik hat sich die Frage gestellt, ob es nicht möglich ist, die Belohnungsstrukturen von Wissenschaft stärker zu verändern. Denn üblicherweise sind wir ja sozusagen dazu angehalten, vor allem zu publizieren. Und andere Formate des Datenteilens, des Teilens von Code, des öffentlichen Veröffentlichens von Peer Reviews, die sind eigentlich nicht in unserer Reputationsordnung so verankert. Das heißt, wir bekommen keinen Job dafür. Und die Frage hatte sich darum gestellt, lassen sich Metriken konstruieren, die Praktiken der Öffnung wertvoll machen. Und dabei wurde auf eine Bewegung rekurriert, die unter den Namen Alternative Metriken, Alternative Metrics, formiert und die sich dadurch auszeichnet, dass sie vom Zitat als dem umfassenden Aufmerksamkeits- und Reputationsindikator abweicht. Also es sollen gerade Metriken entwickelt werden, die eben nicht auf das Zitat verweisen, sondern eben beispielsweise andere Daten zugrunde legen, wie eben die des Teilens von Daten, die auf digitalen Plattformen sozusagen abgelegt wurden. Die Wissenschaftspolitik setzt sich mit diesen Metriken als Wegbereiter von Open Science ganz umfangreich auseinander in einer sogenannten High-Level Expert Group wurde umfangreich diskutiert, ob Alternative Matrix etwas ist, was sinnvoll ist. Und da gibt es sicherlich keine umfassende Meinung. Es gibt digitale Plattformen, die sind möglicherweise heute schon hilfreicher für den wissenschaftlichen Alltag. Denken Sie nur zum Beispiel an ein Literaturreferenzsystem wie Mendeley, was ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen und dessen Prozessdaten sozusagen auch genutzt werden können im Rahmen von der alternativen Metriken, um beispielsweise Auskunft darüber zu kriegen, wer welche Literatur gerade jetzt sucht, aber auch sozusagen welche Themen, welche Publikationen als wertvoll erachtet werden. Diese unterschiedlichen Metriken aber sind nicht in jedem Fall sozusagen immer wertvoll. Es gibt auch durchaus sozusagen Datenquellen, die für die Bewertung von Wissenschaft wahrscheinlich eher problematisch sind. Aber die Bewegung alternativer Metriken hat dazu geführt, dass die Analyse der prozessbasierten Daten oder der Bedeutung von prozessbasierten Daten für die Bewertung von Wissenschaft oder für die Beobachtung von Wissenschaft sehr wichtig geworden sind. Und sie haben sozusagen auch im Rahmen von Open Science als mögliche Belohnungsstruktur für Open Science umfangreiche Bedeutung erfahren. Insgesamt verweisen sie auf eine zentrale Entwicklung der letzten 10 Jahre, nämlich dass Open Science stark digital getrieben wird.
von digitalen Technologien und Verbreitungsmodellen gestützt wird. Es gibt eben in immer mehr Bereichen Angebote zur Kommunikation, Dissemination und Interaktion mit wissenschaftlichem Wissen. Denken Sie nur an Beispiele wie ResearchGate, Academia, EU oder Mendeley, die Wissenschaftlerinnen neue Möglichkeiten zur Vernetzung bieten, aber eben auch immer die Möglichkeit bieten, der Plattform mit ihrem Nutzer, mit ihren Nutzerinnen in Kontakt zu treten und dort eben auch wieder Daten abzugreifen. Ebenso gibt es natürlich Angebote wie OSF, Foldit oder GitHub, die eben stärker auf kollaborative, arbeitsteilige Wissenschaft abheben, aber auch da sozusagen durch prozessbasierte Daten eben die Praktiken des Entwickelns oder den Prozess des Entwickelns und Verbreitens von Forschungsdaten und von Forschungssoftware voranbringen sollen. Insgesamt kann man sagen, dass digitale Praktiken oder digitale Plattformen immer mehr Teile des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses sichtbar machen. Nicht mehr nur die Publikation, nicht mehr nur den klassischen Output, sondern eben auch, wenn Wissenschaftlerinnen neue Themen suchen über Mendeley, wenn sie Daten hochladen über DataCite, wenn sie Kommentare schreiben in Blogs, wenn sie eben in Begutachtungen, die offen sind, an einem offenen Begutachtungsverfahren teilnehmen. All diese Daten sind nun zugänglich, können abgegriffen werden und machen nun eben einen immer größeren Teil des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses sichtbar in einer Art und Weise, wie es grundsätzlich die verschiedenen Initiativen, die ich eingangs genannt habe, ja wahrscheinlich wertschätzen. Das sind sozusagen nur einige Beispiele in dieser Tabelle, die jetzt für die Digitalisierung der wissenschaftlichen Wissensproduktion relevant sind. F1000 ist der zentrale Veröffentlicher dieser Open Peer Review Formen, die ich eingangs genannt hatte. Wir haben die neuen Formen von Blogs, Nature Blogs, PLOS Blogs. Wir haben natürlich auch neue Kanäle auf YouTube oder Vimeo, die eine große Rolle spielen. Wissenschaftler sind dazu übergegangen, ihre Ergebnisse auch ganz neuen Öffentlichkeiten zur Verfügung zu stellen und auch dort in Interaktion zu treten. Und auch über Facebook und im Google sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktiv und treten mit ihren Zielgruppen in Kontakt. Auch gibt es Q&A-Sections wie Stack Exchange. Wir wissen natürlich alle, dass Wissenschaftlerinnen auch in Wikipedia, aber auch in anderen Wiki-Formaten unterwegs sind, um die öffentliche Wissensproduktion zu stabilisieren. Und all diese verschiedenen digitalen Plattformen bieten natürlich neue Metadaten, die entsprechend verwertet werden können. Ja. Die digitalen Plattformen sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Einige der digitalen Plattformen in der Wissenschaft, die spezifisch wissenschaftsbasiert sind, wie zum Beispiel ResearchGate, gehören zu den größten Websites der Welt in Form sozusagen im Hinblick auf ihre Nutzerinnenzahl. Und insgesamt kann man sagen, dass die Plattformen dabei eben vor allem davon profitieren, dass die Interaktionsdichte auf den Plattformen stark zugenommen hat, dass die Beschleunigung der Kommunikation stark dazu genommen hat. Und dass die dabei eben generierten Metadaten vielen Akteuren zugänglich sind und dadurch sich natürlich auch ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln. Es gibt ein zentrales Geschäftsmodell. Ich hatte vorhin schon den Begriff des Alternative Metrics angedeutet, kurz genannt, dass diese verschiedenen Daten, wo Wissenschaftler unterwegs sind, gesammelt werden, aggregiert werden und nach bestimmten Kriterien so gewichtet werden, dass beispielsweise so etwas wie ein Aufmerksamkeitsindikator für einen Artikel im digitalen Raum entsteht, der unter dem Begriff des Donut beispielsweise von der Plattform altmetric.com verbreitet werden kann. Ja, diese Form der alternativen Metriken haben zu einer neuen Aufmerksamkeitsökonomie in der Wissenschaft geführt. Gleichzeitig
sehen wir natürlich, dass die verschiedenen Praktiken, die über diese Plattform möglich geworden sind, Open Science fundamental unterstützen und vorangebracht haben. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können auf diesen Plattformen sich vernetzen. Sie können neue Projekte starten. Sie können gemeinsam Daten auswerten. Sie können gemeinsam Prozesse starten, wie sie zu Ergebnissen kommen. Und all das hat natürlich dazu geführt, dass die verschiedenen Praktiken, die Open Science auch wertschätzt, sozusagen stabilisiert und etabliert wurden. Die Open Science Bewegung ist so eine Art digitale Bohème der Wissenschaft geworden. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sehen, dass es eine Remonopolisierung dieses neuen Ökosystems gegeben hat, nämlich dass diese verschiedenen neuen Anbieter auch, die im Rahmen der digitalen Plattform der Wissenschaft entstanden sind, nun von Fachverlagen wieder aufgekauft worden sind. Und wenn Sie sich mal erinnern an das, was ich eingangs gesagt hatte, dass sozusagen vieles im Rahmen der offenen Wissenschaft darauf als Antwort zu verstehen ist, dass es so eine Zugangskrise gegeben hat, dann wissen wir natürlich, dass diese Zugangskrise vor allem dadurch verursacht worden ist, dass Fachverlage sehr, sehr hohe Preise, sehr hohe Barrieren zu veröffentlichten Wissen aufgebracht haben. Und jetzt können wir eben sehen, indem die großen Fachverlage in das Aufkaufen dieser neuen Unternehmen einsteigen, kommt es zu einer Remonopolisierung, Kommerzialisierung entlang der gesamten wissenschaftlichen Wertschöpfungskette. Das heißt, Beispiel des Publishers Elsevier, der ist jetzt eben nicht nur mehr daran beteiligt, dass er Lizenzkosten oder APC-Kosten von seinen Autorinnen und Autoren verlangt, sondern er ist eben auch an anderer Stelle im Forschungsprozess unterwegs. Das heißt, wenn es zum Beispiel um die Bewertung von Forschung geht, er bietet spezialisierte Produkte an, die beispielsweise Universitäten dazu dienen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu bewerten. Es gibt das Social Sciences Research Network, was eben Wissenschaftlern erlaubt, Preprints hochzuladen. Es gibt Mendeley, hatte ich schon genannt, ein Unternehmen, das ursprünglich ein frei zugängliches Literaturverwaltungssystem war, jetzt auch stärker Vernetzung anbietet. Aber auch das ist von Elsevier aufgekauft worden. Daran kann man sehen sozusagen, dass die Fachverlage natürlich jetzt zunehmend diese neuen, ja, durch Open Science im Grunde genommen auch wertvoll gemachten Praktiken von diesen profitieren und dort sozusagen neue Unternehmen aufgekauft haben. Ja, das ist sozusagen der Punkt, wenn man sich Open Science stärker als Bewegung anschaut. Wir können sozusagen sehen, dass Open Science einen Fokus auf Reformen bestehender wissenschaftlicher Praktiken und Reputationsordnungen gelegt hat und dabei eben stark durch Wissenschaftspolitik, aber eben auch durch neue konventionelle Angebote stabilisiert worden ist. Ja, aber was könnte man jetzt fragen, ist Open Science als Theorie? Lässt sich das Ganze sozusagen konzeptionell auch stärker ordnen? Ein paar Möglichkeiten hatte ich ja schon eingangs dargestellt. Aber aus der Perspektive der Wissenschaftsforschung gibt es vielleicht noch andere Überlegungen, die man anführen könnte, wie man sich diesem Themengebiet nähert. Die Wissenschaftsforschung hat sich nämlich schon seit den 70er Jahren mit der Frage auseinandergesetzt, wie man jetzt eigentlich wissenschaftliche Kollektive näher beschreibt, wie man sie voneinander abgrenzt und ja, wie man ihre Entwicklung beschreibt. Da sind zum einen natürlich die Disziplinen zu nennen, die sich in der Regel auch um große Fachgesellschaften herausgebildet haben. Eine andere Rolle gespielt hat auch immer der Begriff des Forschungsfeldes, das sich in der Regel seit Kuhn vor allem auch um eine Mischung eben aus Theorie und Methode herum gruppiert. Und in der jüngeren Zeit hat sich auch die Überzeugung herausgebildet, dass diese Methoden und Theorien quasi die Literaturen von Fachgebieten stark zusammenhalten. Charles Bazerman hat sich beispielsweise die Entwicklung des physikalischen Artikels, Forschungsartikels
über einen sehr langen Zeitraum von nahezu 100 Jahren eben angeschaut und hat gesehen, umso mehr die Artikel Bezug nehmen auf Theorien, umso stärker integriert wird der ganze Forschungszusammenhang. Das heißt, es werden viel mehr Bezüge zwischen den einzelnen Artikeln hergestellt. Es gibt eine Zunahme an gemeinsamer Literatur, die immer wieder genannt wird, und die halten quasi die Fachgebiete zusammen. Und wenn man sich das sozusagen jetzt mal als Ausgangsbedingung nimmt, dann könnte man natürlich sich die Frage stellen, okay, kann man denn mit so einem Ansatz, mit so einer Idee vielleicht auch Open Science sich genauer anschauen? Lässt sich quasi eine stärkere Integration auch im Gebiet von Open Science ableiten, und hätte man dann vielleicht eine Möglichkeit, um genauer zu verstehen, worum es sich jetzt bei Open Science handelt. Da kann man als eine Möglichkeit von vielen, das ist wie gesagt hier nur ein Beispiel, aber ein mögliches ist die Bibliometrie, die sogenannte explorative Bibliometrie, die quasi die Idee hat, Strukturen in der Forschung sichtbar zu machen. Und wie ich schon gesagt hatte, wäre dann hier eben die Annahme, dass Forschungsfelder oder Disziplinen eben über einen gemeinsamen Theorie- oder Methodenbezug stärker integriert sind. Wenn das so ist, dann müsste es auch natürlich sozusagen entsprechende Schlüsselwörter geben, die miteinander gemeinsam auftauchen, die immer wieder verwendet werden, die quasi als Concept Symbols für ganze Forschungsansätze stehen. Wenn sowas beobachtbar wäre, dann müsste sich so die Überlegung das auch in einem Keyword-Netzwerk niederschlagen. Und wir haben zusammen damals mit Benedikt Becher auch eine Studie für den Stifterverband durchgeführt und hatten uns da tatsächlich zwei Forschungsfelder, nämlich Open Science und Open Innovation, angeschaut, eben unter der Prämisse, ob es sich da um verbundene Diskurse handelt. Aber in dem einen Fall könnte man auch sagen, um was handelt es sich denn bei den beiden Diskursen von der Art der Struktur her? Sind es tatsächlich vergleichbare Kollektive oder handelt es sich da gegebenenfalls um unterschiedliche Dinge? Ja, dazu haben wir sozusagen die Konstruktion zweier bibliometrischer Corpora vorgenommen, eben Open Science und Open Innovation. Auf der anderen Seite, wir haben eine sogenannte Suchstrategie mit verschiedenen Suchbegriffen entwickelt, die immer wieder verändert, die ganz unterschiedliche Aspekte von Open Science abdecken. Wir haben das Ganze gecleant und die Suchstrategie entsprechend verfeinert und dann auch einen Korpus zitierender Dokumente mit einbezogen in den Seed-Korpus. Und dabei ist eben herausgekommen, dass für diese beiden Bereiche Open Science und Open Innovation sehr unterschiedlich große Korpora entstanden sind. Der weitaus kleinere für Open Science, ein deutlich größerer eben für Open Innovation. Und beide Diskurse haben wir entsprechend mit einer Keyword-Netzwerkanalyse untersucht, wo wir die Keywords sozusagen entsprechend auch transformiert haben und das Ganze in R prozessierten. Ja, das war die Grundlage für die Analyse, und die Publikationsanalyse hat erstmal zunächst gezeigt, wenn man sich sozusagen jetzt noch nicht die Keyword-Netzwerk-Analyse anschaut, sondern erstmal ganz grundlegend die Publikationen hochzitierte Artikel, dann sieht man eben, dass im Open Science Diskurs da relativ wenige, zumindest in diesem Zeitraum 2001 bis 2018, relativ wenige hochzitierte Artikel waren. Aber was eben vor allem sichtbar war, wenn man sich die Artikel anschaut, es gab eben relativ wenige konzeptionelle oder theoretische Arbeiten. Auch gab es nichts, was sozusagen unbedingt auf einen gemeinsamen Wissensbasis, auf einen Kanon schließen lässt. Ganz im Unterschied eben zu dem Open Innovation Corpus, wo man eine Reihe von konzeptionellen Review- und State-of-the-Art-Artikel eben gesehen hat, die das Feld ordnen, was auf eine gewisse Art und Weise so eine Stabilisierung zeigt. Und man kann auch zugleich sehen, wenn man sich nur die hochzitierten Artikel anschaut, dass die eben zugleich integrierend wirken und eben auf eine gemeinsame Wissensbasis in der Innovationsforschung hindeuten. Ja, hier sozusagen nochmal der Überblick über den Open Science Diskurs. Und was wir hier sehen, ist,
dass der Open Science Diskurs vielleicht tatsächlich zumindest im wissenschaftlichen Bereich auf diese Teilinitiativen zerfällt. Es ist im Vergleich mit anderen bibliometrischen Keyword-Netzwerken für andere Themen relativ dünn. Die einzelnen Cluster sind nicht stark miteinander vernetzt. Also es gibt zwar eine kleinere Subcluster sozusagen, aber diese Subcluster sind ihrerseits mit einem anderen halt sozusagen kaum verbunden. Und hier muss man sich das quasi so vorstellen, dass die Keywords quasi sozusagen die Knoten darstellen und die Kanten die Publikationen sind. Also da wird es sozusagen deutlich. Und umso häufiger bestimmte Begriffe gemeinsam auftauchen, umso näher sind sie halt zusammengruppiert. Das heißt, wenn hier keine Verbindung ist, dann werden solche Begriffe wie Open Access und Open Data oder Data Sharing nicht im Zusammenhang beispielsweise mit Intellectual Property oder mit Big Data auch genannt. Das heißt, was man hier sehen kann, ist ein eher desintegriertes Feld, wo die einzelnen Teilgebiete eben eher auf sowas hindeuten, wie ich eingangs nannte, auf so eine Art Initiativendiskurs. Es gibt eben auch kaum konzeptionelle Begriffe, die hier eine größere Rolle spielen, die sozusagen darauf hindeuten, dass es so etwas wie eine übergreifende Theorie des Open Science-Gebildes gibt. Ja, und das sieht eben hier im Open Innovation Diskurs eben ganz anders aus. Die einzelnen Subcluster hängen stark miteinander zusammen und werden eben auch stark integriert, gerade durch theoretische Begriffe der Absorptive Capacity, die zum Beispiel eine große Rolle spielt, auch in der Innovationsforschung. Sie sind dicht verbunden, sie tauchen auch immer gemeinsam auf. Daraus lässt sich in gewisser Weise zum Teil eben auch schließen, dass es durchaus sowas wie ein Kanon gibt. Kurz, man könnte hier bei Open Innovation eben tatsächlich sagen, dass das Schlüssel-Fort-Netzwerk darauf hindeutet, dass es sich hier tatsächlich um sowas eher wie ein Forschungsfeld handelt. Ja, wenn man das... Kommst du dann langsam zum Ende, damit wir noch Platz für die Diskussion und für Benedikt haben? Ja, danke. Genau. Ja, dann... kann man natürlich insgesamt sagen, dass die Open Science in der Form, in der ich das jetzt dargestellt habe, eher nicht dafür sprechen, dass es so etwas ist wie eine übergeordnete Theorie. Aber gerade wenn wir sozusagen jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragen, was sie von Open Science wissen, was sie von Open Science denken, dann zeigt sich eben, dass sie Open Science eben zunehmend stärker als vornehmlich politisch gestützte Erwartungen wahrnehmen. Das heißt, auch die Wissenschaftler nehmen quasi Open Science stark wissenschaftspolitisch integriert wahr. Das führt natürlich so ein bisschen zu der Frage, okay, was wird denn eigentlich jetzt durch diesen wissenschaftspolitischen Diskurs, was wird durch diese Art und Weise, wie der Open Science Diskurs bisher gefahren wird, ausgeblendet? Und an der Frage entzündet sich auch ein Stück weit die Open Science Kritik. Ja, also die Frage nämlich, ob wir es hier mit neuen Monstern zu tun haben. Gibt es hier irgendwas Unbekanntes, was über uns kommt, mit dem wir uns auseinandersetzen? Hat sich Brigitte Nerlich und andere 2018 in einem Band hier wie Monsters gefragt. Und tatsächlich ist es ja so, wie ich vorhin dargestellt hatte, dass natürlich Open Science als Rechtfertigung auch benutzt wird, um diese neuen Unternehmen, Altmetric.com, PlumX etc. hervorzubringen, die durchaus auch zu einer Entgrenzung und Kommerzialisierung wissenschaftlichen Wissens und wissenschaftlicher Artefakte geführt haben. Ja, Myrowski hat da einen bahnbrechenden Artikel geschrieben, der viel Kritik hervorgerufen hat, aber letzten Endes die Frage gestellt wird, ja, haben wir es jetzt mit einer neuen Form von Plattformkapitalismus in der Wissenschaft zu tun? Auch wurde gefragt, naja, wenn wir jetzt überall diese Standards haben, die uns Wissenschaftler überall kontrollieren sollen, ist dann Open Science so eine neue Form der Watchdog Science? Ist das etwas, wo wir uns sozusagen nicht außerhalb von Richtlinien bewegen können? Oder
gibt es jetzt sozusagen mit der Verfügbarkeit dieser Plattformen und mit der Annahme, dass eben alles universal gleich aussehen müsste, das heißt in allen Wissenschaften halt ähnliche Infrastrukturen, ähnliche Technik, ähnliche Prozesse genutzt werden, sowas wie eine Starbuckisierung der Wissenschaft, eine Homogenisierung. Insgesamt kann man sagen, denken viele Kritiker oder sehen viele Kritiker, dass Open Science eben stark von diesen Versprechen dieser technoutopischen Ideale geprägt wird, dass da universale Lösungen für die gesamte Wissenschaft formuliert werden. Auch wird kritisiert, dass es da die Vorstellung eines in einzelnen Phasen parzellierbaren Forschungsprozesses gibt, was zumindest fragwürdig erscheint. Ja. Gerade die Desintegration der Wissenschaft, die Vielfalt, findet eigentlich relativ wenig Niederschlag in den Initiativen von Open Science. Und gerade das würde ich sagen, jetzt auch im Hinblick auf das, was hier vielleicht noch kommt in der Ringvorlesung, bietet ja eigentlich Chancen für die zukünftige Beforschung von Open Science Praktiken in der Wissenschaftsforschung. Eine Sache, die mir dabei eben wichtig ist, dass man die teilweise universal verstandenen Öffnungsverständnisse eben stärker kritisch reflektiert. Die Formen der Wissensproduktion sind eben unterschiedlich. Open Data bedeutet eben, wird in den unterschiedlichen Fächern eben ganz unterschiedlich gehandhabt in den unterschiedlichen. Es werden auch ganz unterschiedliche Forschungsdaten überhaupt genutzt. Das eben sozusagen führt dazu, dass Openness in den verschiedenen Feldern auch ganz unterschiedliches bedeuten kann. Auch die Ortsgebundenheit wissenschaftlichen Wissens ist eben immer lokal, ja. Often when speaking about open data, the challenges and characteristics of the qualitative study are past, sagt diese Frau, as if all data would be similar. Außerdem ist damit natürlich auch mit impliziert, dass gerade Open Science diesen Bedingungen, diesen forschungsfeldspezifischen Bedingungen in der Form vielleicht nicht unbedingt gerecht werden kann. Aber die Perspektive, die Open Science sozusagen in sich birgt, stärker auf Prozesse als auf den Output zu achten, kann natürlich aus der Perspektive der Wissenschaft auch gerade interessant sein. Denn Latour und Vulgar, die stark den Begriff sozusagen der Laborstudien in der Wissenschaft geprägt haben, haben ja auch gerade stark gemacht, ja, im gegenwärtigen Diskurs der Wissenschaften tauchen ja vor allem Autorinnen und Autoren auch auf, aber all das andere, all die anderen, die auch noch dazu beitragen, dass gute Wissenschaft gemacht wird, die Leute, die in den Laboren stehen, die Feldbeobachtung machen, die Dinge zusammentragen, die werden oft nicht genannt und die ganze Messiness, der Dreck sozusagen, die Schwierigkeiten im wissenschaftlichen Prozess, die werden eben nicht sichtbar. Und wenn wir diese Dinge stärker sichtbar machen, dieses Lokale, das Partikulare, dann können auch gerade Friktionen in der Bewertung von Open Science besser verständlich werden. Wenn wir zum Beispiel an die Krise mit Christian Drosten im letzten Jahr in der Bild-Zeitung erinnern, da wurden ja quasi auf der einen Seite Open Science Ideale, nämlich des Open Peer Reviews und die Friktion, nämlich die Art und Weise, wie der Peer Review tatsächlich lokal gehandhabt wurde, offenkundig. Und die Frage hat sich daher auch immer gestellt, okay, zeigt sich sozusagen, dass Open Science an so einem Beispiel tatsächlich dazu führen kann, dass es zur Erstärkung von Vertrauen und Verlässlichkeit beiträgt, wenn doch gleichzeitig sozusagen es in diesen Diskursen bei Christian Drosten eher so erscheint, als würde es den Zweifel daran sehen. Das ist sozusagen auch etwas, womit wir umgehen müssen. Open Science kann eben, wenn wir es sozusagen ernst nehmen, eben auch tatsächlich dazu führen, dass Dinge auch öffentlich stärker diskutiert werden. Und wenn sie das werden, dann ist es eben sinnvoll, einen feldspezifischen und auch einen sozusagen kulturell adaptierten, sensitiven Blick auf die Dinge in der Wissenschaft zu haben. Das ist im Grunde genommen das, was ich stark machen wollte in meinem Vortrag. Ich wollte sozusagen nochmal darauf hinaus, dass es ein Sammelbegriff ist für verschiedene Reforminitiativen der Wissenschaft, dass Open Science stärker ein normatives Projekt gewesen ist oder normative Projekte, die eben das Ziel hatten, Wissenschaft offener, transparenter und inklusiver zu machen, dass sie aber eben stark durch einen wissenschaftspolitischen Diskurs geprägt wurden und die Wissenschaftsforschung, so habe ich jetzt nochmal versucht deutlich zu machen, bietet eben Perspektiven, die Entwicklung von Praktiken des Öffnens kritisch zu begleiten und die Vielfalt und Lokalität des wissenschaftlichen Wissens hervorzuheben. Vielen Dank.
So, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ja, ich darf vielleicht, freue mich auf Fragen. Ich darf vielleicht stellvertretend für alle schon mal klatschen, Clemens. Vielen Dank für diese tolle Panoramafahrt durch das Open Science Land. Ich habe jetzt auch ein bisschen den Blick auf die fortgeschrittene Zeit und würde meinen Frageteil hier ein bisschen kurz halten, vielleicht auch nur eine Frage stellen, um dann eben auch das Feld für die Leute im Auditorium zu öffnen. Ja, meine Aufgabe war ja so ein bisschen, die Diskussion zu eröffnen und dir zur Seite zu stehen, sozusagen als Little Helper. Ich habe ja gar nicht einen Vortrag, den ich heute vorbereiten muss und bin auch ganz happy damit, ehrlich gesagt. Erstmal, das war wirklich ein interessanter Vortrag, Clemens. Und ein Punkt, den ich hier vielleicht nochmal hervorheben wollte, war das, was du auch ein bisschen als Impetus für die Open Science Bewegung genannt hast. Und es waren eine Reihe von Krisen. Ich möchte mal so die Zugangskrise, die Qualitätskrise, die Effizienzkrise, die Zertifizierungskrise, die wahrscheinlich auch Teil der Qualitätskrise ist und zuletzt auch die Vertrauenskrise, die ja gewissermaßen auch eine Folge dieser ganzen anderen Krisen ist. So, wir haben jetzt, das sind ja alles gewissermaßen wissenschaftsinterne Krisen. Jetzt haben wir es ja mit einer ganz besonderen externen Krise zu tun, die da heißt Corona. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir heute einen Zoom-Call haben und uns nicht persönlich treffen. Und diese externe Krise, würde ich behaupten, hat ja auch einen sehr besonderen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Wissenschaft betreiben. Ich möchte dabei nur mal erinnern an das letztgenannte Beispiel eben von den Preprints, überhaupt diesen ganzen Run of Preprints, dieser ganze Push für Data Sharing, aber auch für Wissenschaftskommunikation. Meine Frage an dich wäre, um vielleicht damit auch ein bisschen das Feld zu öffnen, wie siehst du, dass sich diese Art der Krise auf die Art der wissenschaftlichen Wertschöpfung, im Besonderen auch auf Open Science, auswirken wird? Ja, vielen Dank, Benedikt. Das ist natürlich was, was uns jetzt alle massiv umtreibt. Diese Art von Krise hat den Blick auf wissenschaftliches Wissen nochmal massiv verstärkt und es hat natürlich auch massiv dazu beigetragen, dass Open Science quasi unterstützt wurde. Open Science als ein kollaboratives Unternehmen, wie ich es eingangs versucht habe darzustellen, in der eben arbeitsteilig ich auf der ganzen Welt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit wissenschaftlichen Daten zu Corona auseinandersetzen. Und das ist tatsächlich passiert. Es wurden massiv neue Projekte gestartet, überall auf der Welt, und neue Bibliotheken zum Beispiel über Mendeley sind sichtbar geworden, die eben gezeigt haben, dass ja tatsächlich diese Herausforderung von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemeinsam angegangen worden ist. Aber es gab natürlich auch die Probleme, die in der Öffentlichkeit sind. Denn dieses Problem sozusagen von Corona hat aller Welt vor Augen geführt, okay, die Wissenschaft muss jetzt Ergebnisse liefern. Und die Vorläufigkeit und die Beschleunigung des Wissens haben massiv sich erhöht, aber in der öffentlichen Diskussion ist diesem Vorläufigkeitscharakter des wissenschaftlichen Wissens, wie er sozusagen jetzt über Preprints auch sichtbar geworden ist, nicht immer Rechnung getragen wird. Wir sehen, dass sich das Publikations- und Zitierungsverhalten massiv verändert. Das bedeutet, wer früher sozusagen noch in einem hochrangigen wissenschaftlichen Journal veröffentlicht hat, der konnte nicht damit rechnen oder darauf bauen, dass er Artikel zitieren konnte, die als Preprint gelistet wurden. Das ist jetzt anders. Jetzt werden tatsächlich Preprints zitiert, weil es einfach nichts anderes gibt und weil diese Preprints natürlich durch die Beteiligung auch so massiv an Bedeutung gewonnen haben. Aber wie gesagt, an dem Beispiel von Christian Drosten zeigt sich eben, dass diese Konflikte jetzt mit vorläufigem Wissen auch in aller Öffentlichkeit ausgetragen werden. Wir sind daran interessiert, dass diese Dinge sozusagen gelöst werden, aber gleichzeitig zeigt sich natürlich, dass nicht immer unser Vertrauen in die Wissenschaft sich sozusagen so einstellt, wenn die Begutachtung, wenn die Kritik, wenn die wissenschaftliche Kritik so öffentlich ausgetragen wird. Und darin zeigen sich sozusagen vielleicht Zielkonflikte, ne, von Open Science zwischen dem, was es eigentlich erreichen will, nämlich die Transparenz des Prozesses sichtbar zu machen und auf der anderen Seite sozusagen Vertrauen herzustellen. Da kann es Zielkonflikte geben. Ja. Ich würde gleich das Feld dann auch eröffnen, dass auch andere noch Fragen stellen. Ich würde Sie, liebe Kolleginnen, die hier im Auditorium sind, einfach bitten,
sich im Chat zu melden, wenn Sie eine Frage haben. Clemens, ich stelle dir noch eine Frage, die, glaube ich, auch ein bisschen an das anschließt, was du auch zuletzt gesagt hast und eben auch nochmal erwähnt hast. Ja, was ich ja spannend finde, und du sagtest es ja auch, ich meine, Open Science rekurriert ja eigentlich auch auf altbekannte Prinzipien der Wissenschaft, ne? Du sagtest Desinteressiertheit, du hattest indirekt Universalismus erwähnt, kritischer Rationalismus und so weiter. Ich glaube, was auch entscheidend ist für Open Science, ist natürlich auch das Internet als digitale Infrastruktur, die Möglichkeit hat, eben für gewisse Praktiken zu transformieren. Und das sagtest du ja auch. Interessant finde ich dabei, dass sowohl die Budapester Erklärung als auch die Berlin Declaration, der da auch einen sehr starken Punkt macht dahingehend, dass es ja auch eine Möglichkeit sein kann, eben Wissen als öffentliches Gut darzustellen. So, jetzt sagtest du auch am Ende, hast du schon mal indirekt nochmal darauf hingewiesen, dass wir es jetzt natürlich auch mit einer besonderen Situation zu tun haben, nämlich dahingehend, dass sich auch verstärkt kommerzielle Unternehmen, insbesondere auch die Verlage, sozusagen Open Science auf die Flagge schreiben und ja, quasi auch von daher quasi Open Science auf einer ganz besonderen Art und Weise perpetuieren. Mich würde interessieren, wie du das siehst, also wie du die, sagen wir mal, diese Kommerzialisierung der Informationsinfrastruktur siehst und inwiefern das noch vereinbar ist mit dem grundsätzlichen Gedanken, der Anfang der 90er geäußert wurde. Und wie gesagt, bevor du antwortest, bitte alle, die hier noch anwesend sind, schreiben Sie gerne Ihre Fragen in den Chat. Wir haben schon mal eine von Sebastian K., den würde ich dann sofort aufgreifen. Clemens. Ja. Danke, ja. Ja, prima. Dann antworte ich ganz kurz darauf. Also das habe ich ja schon eingangs gesagt, hat natürlich Anlass für Kritik gegeben, weil viele von diesen Unternehmen, die jetzt neu entstanden sind, eben auf Open Science rekurrieren. Und die Frage ist jetzt eben, inwiefern jetzt gerade neue Fachverlage, die diese Unternehmen ihrerseits jetzt aufkaufen, quasi den gesamten Prozess der wissenschaftlichen Wertschöpfung auch mit abgreifen können. Das heißt, Clarivate Analytics hat mir in einem Interview auch tatsächlich selbst gesagt, dass sie Interesse darüber haben, daran haben, den gesamten wissenschaftlichen Wertschöpfungsprozess in Metadaten sozusagen abzubilden. Auch die Geschwindigkeit zum Beispiel des Begutachtungswesens, wie schnell sozusagen Artikel begutachtet werden, das alles soll sozusagen zum kommerziellen Produkt werden. Und damit ergibt sich tatsächlich sowas wie eine Entgrenzung der Kommerzialisierung wissenschaftlicher Wissensproduktion. Ja, das kann man kritisieren. Ja. So, ja, vielen Dank. Ich würde jetzt auch direkt die, es gibt uns natürlich ja auch Stoff als Wissenschaftsforscher zur weiteren Arbeit. Wir haben zwei Fragen, die aus dem Publikum kommen, nämlich einmal Sebastian K., den würde ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie der Nachname ist, bitten, die Frage zu äußern, und dann haben wir Herr Grünberg. Hallo, hier ist Sebastian, hört ihr mich? Ja, wir können Sie. Okay. Genau, also danke nochmal für den Vortrag, und ich wollte auch auf sowas Ähnliches hinaus, wie du, Benedikt, gerade zuletzt meintest, mit sozusagen Kommerzialisierung und Interessen von Privatunternehmen, und wollte so ein bisschen so auch, sag mal, das so umdrehen, weil man spricht ja oft bei Open Science davon, was können wir tun, was können wir dafür tun, um Vertrauen zu schaffen, um die Qualität zu verbessern und so weiter und so fort. Und das ist jetzt so, ich sag mal, ein bisschen pejorativ gesagt, so eine Art, so zum Polarisieren, sage ich mal, so eine Art Nabelschau. Und ich frage mich oftmals so, was steht denn der Öffnung im Weg? Ja, man könnte ja auch sagen, vielleicht gibt es ja Sachen außerhalb, in Anführungsstrichen, der Wissenschaft, die ihm sozusagen entgegenstehen, weil tatsächlich ist es so, dass Wissenschaft ja auch Sachen, Ressourcen hat, wie es eine sehr demokratische Veranstaltung, wesentlich, denke ich, liberal und so weiter. Und dass man das sozusagen irgendwie bewahren kann, diese Eigenschaften, und vielleicht sogar vermehren kann in der Gesellschaft. Und das nochmal halt so unterlegt, du hattest es ja auch angesprochen, mit der Remonopolisierung des Publikationswesens. Das fand ich schon mal sehr gut, und wollte auch noch darauf hinweisen, dass es da natürlich noch sehr viele andere Dinge gibt, die da passieren. Zum Beispiel, dass auf Biobanks die Genpoole privatisiert werden, oder dass Life Science auf Amazon Web Service Servern rechnen. DeepMind AlphaGo wurde mit Daten aus CERN trainiert.
überhaupt, was ist mit den ganzen sozialen Netzwerken? Die haben einen Haufen Daten, das sind riesige Forschungseinrichtungen im Grunde. Müssen die sich nicht öffnen? Müssen die nicht sozusagen, also wo findet Wissenschaft statt? Und du hattest ja, jetzt bin ich auch gleich fertig, du hast ja schon darauf hingewiesen, dass du dich darauf beziehst, auf öffentlich finanzierte Wissenschaft. Damit hast du dich sozusagen, Anführungsstrichen, ein bisschen so aus der Schlinge gezogen. Aber wenn wir von Open Science sprechen, gibt es da nicht noch sozusagen andere Player, die auch Wissenschaft machen und eben nicht mitmachen? Okay, ich höre auch schon auf. Vielen Dank. Ja, das sind natürlich viele Fragen, auf die man jetzt antworten könnte. Den letzten Punkt aufgegriffen, es ist natürlich so, dass die digitalen Plattformen sich dadurch auszeichnen, dass sie die Aktivität auf ihren Plattformen erhöhen wollen. Und das heißt, wenn wir zum Beispiel mal ResearchGate nehmen, die Metadaten, die dabei entstanden oder entstehen, natürlich für ihre eigene Entwicklung vor allem benötigen. Also die geben die nicht ohne weiteres raus. Ich habe das schon mehrfach versucht. Das bedeutet halt, die Frage ist, wenn man zugrunde legt, das, was Benedikt gerade dargestellt hat, also eine Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Daten oder mit Daten in einem offenen Diskurs, der sozusagen auf diesen Kommunismus, Disinterestedness etc. basiert, dann würde man wahrscheinlich sagen, okay, das ist tatsächlich in dem Fall nicht der Fall, weil diese Daten, die dort sozusagen entstehen, ja gerade nicht sozusagen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Gleichwohl wären sie natürlich sozusagen Gegenstand für die Konstruktion von neuen Metriken und Indikatoren, die natürlich auf eine wissenschaftliche Art und Weise entstehen. Zum Beispiel der ResearchGate Indicator oder der Research Interest Indicator, den jetzt die Plattform da entwickelt hat, der nimmt natürlich für sich auch in Anspruch, da sozusagen auf eine wissenschaftlich gesicherte Art und Weise entstanden zu sein, auch wenn man da vieles kritisieren kann. Aber insgesamt handelt es sich eben da um geschlossene oder zum Teil Closed Science, die man jetzt nicht ohne weiteres, die nicht ohne weiteres zugänglich ist. Auch Google zum Beispiel hatten wir ja schon mal, Google Scholar Daten wollten wir schon aus der Bibliometrie nutzen. Auch das sozusagen ist da schlechterdings nicht möglich. Insofern gibt es da immer Grenzen. Und insofern der Unterschied vielleicht ein Stück weit. Aber ich gebe dir trotzdem recht. Natürlich sind diese Grenzen sozusagen zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft immer fließend, beziehungsweise sind immer selber Gegenstand von Abgrenzungen. Ne? Also da die Frage ist, wie wird etwas gemacht versus ist dieses Wissen allen verfügbar? An der Stelle wahrscheinlich läuft hier die Unterscheidung. Herr Grünberg. Ja, vielen Dank. Das war ein sehr schöner Vortrag, wo ich viel Neues gelernt habe. Sie haben dieses, mit den Krisen erklärt, um das Zustandekommen dieses Begriffes zu erläutern. Und die Open Innovation haben Sie im zweiten Teil unter dem Theorieteil gefasst. Meines Erachtens war es doch auch so, dass die Open Innovation Bewegung früher war als Open Science. Und Open Innovation, also die Tatsache, dass wir einfach offene Innovationsprozesse haben, weil die Form der Innovation es verlangt. Der Grund dafür war, dass Open Science in Gang gekommen ist. Das eine ist ursächlich für das andere. Und insofern waren diese bibliometrischen Untersuchungen, wo sie gezeigt haben, der eine hat eine ganz andere Vernetzungsstruktur als der andere, vielleicht einfach der Grund, dass das eine älter war als das andere. Mich hätte also interessiert, gerade bei dieser Untersuchung, ob sie sozusagen Abhängigkeiten zwischen diesen beiden Begriffen untersucht haben. Also kann man eigentlich an so einer Form von Untersuchung feststellen, ob sozusagen die Open Innovation Diskussion tatsächlich ursächlich war für das Zusammenstandekommen der Open Science Bewegung, dann wäre man ja sozusagen auch noch einen Schritt weiter. Und dann müsste man tatsächlich Open Science auch ein bisschen als das Kind von Open Innovation sehen. Also meine Frage geht hin auf den Zusammenhang von Open Innovation und Open Science. Ja, vielen Dank. Also zunächst einmal liegt das wahrscheinlich nahe. Also wenn man jetzt sozusagen die Analyse genauer anschaut, dann würde man bei Open Science auch einzelne Beispiele finden oder einzelne Verweise finden, die älter sind als 2003. Also bei Open Innovation kann man relativ klar
da haben Sie völlig recht, sagen, das ist ja ein Forschungsfeld, das hat einen klaren Bezug. Da gab es sozusagen einen großen Aufsatz von Chesbrough im Jahr 2003 und seitdem sozusagen einen recht dynamischen Anstieg. Aber wir haben uns genau die Frage gestellt, auch die ja eigentlich auf der Hand liegt, nämlich müsste denn nicht eigentlich das auch in Open Science eingegangen sein? Müsste es da nicht eigentlich auch Verbindungen geben? Und gerade diese Verbindungen haben wir eigentlich kaum identifizieren können, beziehungsweise sind nur sehr sporadisch. Und das hat uns ja auch so verwundert, weil wir eigentlich ganz anderes vermuten. Also Benedikt, bitte korrigiere mich, wir haben da ja auch das gemeinsam interpretiert, aber es ist tatsächlich so, dass dieser Bezug auch zu den Konzepten, die jetzt in Open Innovation entwickelt worden sind, gerade nicht, zunächst zumindest nicht, Eingang gefunden haben in die Debatte zu Open Science. Das ist jetzt langsam anders. Jetzt gibt es quasi eine neue Debatte quasi über Open Innovation in Science. Da fragt man sich nämlich, ob es sozusagen die zentrale Idee, die in ja in Open Innovation dasteht, dass man nämlich sich gegenüber anderen sogenannten nicht typischen Akteuren öffnet, ob man diese Idee vielleicht nicht auch stärker auch in Open Science verankern kann. Und das findet jetzt aktuell statt. Da gibt es seit etwa 2 Jahren, würde ich sagen, Bewegung. Da wird man diese Links viel stärker sehen, als das jetzt der Fall ist oder bis dazu der Fall war. Ja. Ich würde dem gar nichts mehr großartig hinzufügen. Ich glaube auch, dass das quasi ein historisch anderer Ursprung ist. Aber es ist wirklich überraschend, dass es so wenig Connections jetzt gibt. Ich hatte vorhin noch im Chat gesehen, es gibt noch Fragen von Frau Supliet, Bartscherer und Alexander. Frau Supliet, bitte. Oder ich kann die Frage. Ja, Entschuldigung. Meine Frage wurde schon am Anfang gleich beantwortet. Da ging es um die Kapitalisierung von dem Wissen. Okay, und super. Den Verlagen und so weiter. Danke. Super. Gut. Ja, danke auch nochmal, Frau Supiet. Also das hat mich auch sehr gefreut, Ihre Frage. Ich habe die heute Morgen auch gesehen und ja, versucht dann noch ein Stück weit ins Detail zu gehen an der Stelle. Gut, dann mache ich jetzt nochmal den letzten Aufruf, wer noch eine Frage stellen möchte. Es gibt ja noch diese beiden, die, falls Bartscherer und Alexander die Frage noch loswerden wollen, dann bitte jetzt. Und wer noch eine Frage stellen will, auch bitte jetzt, weil das ist die letzte, bevor wir hier den Tag heute beenden. Und Sie haben natürlich die Möglichkeit, die Diskussion auf Moodle fortzusetzen, wurde ich gerade informiert. Aus dieser unangenehmen Stille, Clemens, würde ich schließen. Ich hab nur im Chat gesehen, es gab noch eine Frage von Bartscherer, oder? Ich habe auch mehrfach in den Chat geschrieben, ich hätte auch eine Frage, aber ich lasse gerne China oder Herr Hönsch den Vortritt. China, möchtest du? China? Na, dann fangen wir doch mit Frau Schenzli-Orts an. Ja, vielen Dank für den Vortrag und den Überblick. Ich hätte doch ein paar kritische Nachfragen, denn ich sage es ganz ehrlich, also beim Überblick ist mir vielleicht auch ein bisschen eine größere Distanz zu diesem Narrativ von Open Science als Bewegung eventuell zu kurz gekommen, mag aber auch an dem bisschen beschleunigten Schluss liegen. Ich habe ein bisschen die Ambivalenzen vermisst, weil natürlich Zugangskrise, Qualitätskrise, kann man alles so erzählen. Und in der Bewegung oder dieser sehr politisierten, aktionistischen Temperament ist auch deutlich, dass dieses normative Verbesserungsnarrativ stark überwiegt. Gleichzeitig, wenn man mal so versucht, andere Referenzen hinzuzunehmen, oder das vergleicht mit anderen Vorstellungen von Demokratisierung, wo es um andere Probleme als den Zugang oder als Open Science ging,
dann erscheint es manchmal fast ein bisschen naiv. Denn wie wir alle wissen, hattest du auch erwähnt, Transparenz kann auch in diktatorische Kontrolle umschlagen. Auch die Frage der Beteiligung. Es gibt gute Gründe für Vorstellungen von Mündigkeiten und Zugangsritualen, Initiationsritualen. Also es gibt, man darf nicht als Kind wählen, man darf erst mit 18 wählen. Es gibt Vorstellungen von politischer Mündigkeit, es gibt Vorstellungen von wissenschaftlicher Urteilskompetenz. Traditionell wird häufig die Promotion als ein Inaugurationsritual beschrieben, nachdem man überhaupt erst als kompetent erachtet wird, Qualitätsprüfungen vorzunehmen, beispielsweise im Peer Review. Und all diese, ja, wie soll man das sagen, all diese Dilemmata, die hinter diesen verschiedenen Fragen, die unter den Krisen aufgeworfen werden, die ja zusammenhängen, stehen. Ich finde, es ist wichtig, da genauer drauf einzugehen, gerade wenn man sich die Frage stellt, in welchem Maße man von einer Theorie sprechen kann. Ich würde dem völlig zustimmen, dass man bisher keinesfalls von einer Theorie des Open Science sprechen kann. Aber genau das würde es doch dann gelten, auszuloten. Gerade um auch so eine naive Vorstellung von Demokratie, wenn alle nur reden können und alle nur mitentscheiden können, dann wäre alles gut. Also gerade im Zeitalter der starken Populismen wissen wir, dass es nicht so einfach ist. Und all die Versuche um basisdemokratische Bewegungen haben sich genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Und mir ist jetzt völlig klar, dass das nicht euer Projekt war. Bei mir war einfach die Frage so, wie seht ihr das? Wie wollt ihr damit umgehen? Denn dass das jetzt so vorgestellt werden soll, finde ich völlig richtig und war auch wunderschön. Gleichzeitig denke ich, darf man diesen Bewegungsnarrativ in seinem normativen, sehr linearen und teilweise einfach gedachten Imperativ auch nicht auf dem Leim gehen und es zu stark reproduzieren. Nee, aber ich glaube, das habe ich auch nicht getan, weil, wie gesagt, ich habe schon, glaube ich, deutlich gemacht, dass es sich eben um eine normative Ausrichtung handelt und dass ja gerade dieser analytische Fokus gerade zu kurz kommt. Eben die Frage, ist das jetzt ein Konzept? Kann man an den einzelnen Stellen überhaupt davon sprechen, dass es irgendeine Form von Analyse gab der feldspezifischen Praktiken? Das habe ich ja schon versucht, sehr, sehr deutlich zu machen. Und das ist da sozusagen auch im Hinblick zum Beispiel auf offene Daten vor allem Forderungen gibt. Es gibt kein analytisches Konstrukt sozusagen, was jetzt mehr oder weniger Offenheit abbildet. Das alles sozusagen ist nicht da. Aber es ist auch nicht Ziel des Vortrags gewesen sozusagen. Das wäre nochmal ein ganz anderer Vortrag, wenn man das in der Breite halt sozusagen so reflektieren will. Ich habe ja versucht, deutlich zu machen, dass ich erstmal gesagt habe, okay, ich will versuchen, verständlich zu machen, wie es überhaupt zu diesen Diskursen gekommen ist. Und das sozusagen sind eben diese verschiedenen Reformvorhaben, wie auch immer man die jetzt im Einzelnen bewertet. Und ich habe ja sozusagen gesagt, am Schluss, im Effekt sieht man ja, dass da einiges sozusagen problematisch zu sein scheint, auch im Hinblick sozusagen auf diese Infrastrukturfokussierung, die ja da stattgefunden hat. Die ist ja durchaus problematisch und auch die Kapitalisierung sozusagen dieser Idee durch andere digitale Unternehmen. Und genauso habe ich auch darauf hingewiesen, zum Schluss jetzt auch bei der Antwort von Benedikt auf die Frage, dass bei Open Peer Review natürlich auch gerade die Zielkonflikte sich ergeben, dass da sozusagen sich die Idee, wenn das jetzt alles öffentlich transparent dasteht, dass dann die Form des Peer Review möglicherweise sich auch selbst verändert. Und ob die dann wirklich produktiv ist, ist eine ganz andere Frage. Und selbst für die eigentliche Idee, dass sie das Vertrauen in wissenschaftliche Prozesse wieder steigert, gibt es gut begründeten Zweifel, wie man ja eben an dieser Drosten-Debatte sieht. Also ja, ich denke schon, dass man da durchaus kritisch sein kann. Ich habe nur hier versucht, nochmal zu sagen, okay, aber was sind jetzt eigentlich die Möglichkeiten oder die Perspektiven, das Ganze konstruktiv kritisch zu wenden? Und da, denke ich, haben wir hier in der Wissenschaftsforschung eigentlich eine ganz gute Basis für. Wir kennen ja sozusagen die Probleme in den einzelnen Bereichen und man hat jetzt vielleicht die Möglichkeit, wo das sich vielleicht ein Stück weit analytisch oder reflexiv wendet, darauf stärker Bezug zu nehmen. Aber diese Bewegungen erstmal als solche zu verstehen und die Motivation zu verstehen, vor dem Hintergrund, vor dem sie entstanden sind, das, glaube ich, habe ich so als meine Aufgabe verstanden für heute.
So, ich hätte das gerne auch noch kommentiert, aber ich sehe, dass wir schon lange über der Zeit sind und Nele jetzt schon auftaucht. Von daher sage ich schon mal danke für diese spannende Diskussion, für den schönen Vortrag und dass ich dabei sein durfte und gebe das Wort an Nele. Ne? Jetzt bin ich die mahnende Stimme, ne? Das tut mir leid. Aber trotz allem mit dem Blick auf die Zeit müssen wir jetzt hier leider zum Ende kommen. Hier, ich wiederhole gerne nochmal die Einladung, dass Fragen und Diskussionen gerne in das Moodle-Forum verlegt werden dürfen. Und genau, ansonsten vielen Dank Ihnen allen für Ihre Teilnahme und die rege Beteiligung auch an der Diskussion. Und auch nochmal herzlichen Dank an Clemens und an Benedikt. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald. Vielleicht auch nochmal im Rahmen der Ringvorlesung wieder.